Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Redewettbewerb SAGS Multi. Eigentlich ist es selbstverständlich, aber man muss es immer wieder sagen, durchs Reden kommen die Leute zusammen. Ich kann das am besten auf Kaunertalerisch, beim Reden kriegen wir die das ist die Sprache meiner Heimat. Auf Hochdeutsch geht es auch und in Englisch, auch klar. Aber ich kann es nicht auf Arabisch, Chinesisch, Farsi, Tagalog, Türkisch, Urdu oder Flachisch oder in 44 weiteren Sprachen, die heuer in Kombination mit Deutsch bei SAGS Multi zu hören waren. Sie können das. Sie können sich in all diesen Sprachen ausdrücken, gut und überzeugend reden, argumentieren, diskutieren, je nachdem, woher Sie kommen und wo Ihre sprachlichen Wurzeln sind, beziehungsweise die Wurzeln ihrer Eltern. Wir wissen es ja alle, am besten kommen wir miteinander aus, wenn wir miteinander sprechen, miteinander reden und einander zuhören, ehrlich und offen. Ich danke Ihnen daher für Ihren Mut und Ihre Courage, auf eine Bühne zu treten und frei darüber zu reden, was Sie bewegt. Viele haben mitgemacht, das ist großartig. In Kürze werden die Gewinnerinnen und Gewinner bekannt gegeben. Spannend, mehr darf ich nicht verraten. Ich gratuliere Ihnen jedenfalls allen sehr, sehr herzlich. Ein großes Danke auch an alle, die organisiert und unterstützt haben. Besonders danke ich dem Verein Wirtschaft für Integration für diese großartige Initiative. Ich wünsche Ihnen allen ein tolles Abschlussfest. Danke und alles Gute für die Zukunft. Wir sehen einander wieder in der Hofburg.